Sound hat. So, in den Kursen fand ich diese Sportart irgendwie immer schon ganz klasse. Ich habe mich da ein bisschen drin verliebt. Ich bin auch Trainer und ich finde es toll, dass man bei dieser Geschichte zu flexibler Musik einfach seinen Spaß haben kann, seine Emotionen ausleben. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist das erste Mal Time Machine im Aladdin. Es war nicht ganz einfach. Ich will mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr wirklich so zahlreich hier seid, weil es ist kein Schnäppchen, aber ihr könnt euch vorstellen, im Umfeld haben wir logistisch viel zu bewältigen gehabt. Die Räder zu bekommen war nicht ganz ohne. Also ich bin froh, dass wir hier stehen, dass ihr hier seid. Ihr seid praktisch aus dem kompletten Bremer Umland, ich glaube aus Emden, Hannover. Also fürs erste Mal, denke ich, können wir stolz auf uns sein. Sind wir auch, alles ist da, die Technik funktioniert. Und ich hoffe, dass wir jetzt 6 Stunden Spaß haben. Das hat hier Eventcharakter. Also wir wollen jetzt hier nicht den Oberlehrer spielen. 6 Stunden sollt ihr eure Emotionen ausleben. Die Stunden sind vom Inhalt alle in Richtung Intervall. Am Ende fahren wir natürlich nochmal komplett die Arterien frei, das ist Race Day. So, dass ihr auch nicht sagt, Mensch, hätten ja noch 6 Stunden sein können. Ne? Also alles geben. Ich erzähle jetzt gleich noch was zu den Trainern. Zum Ablauf, das meiste habt ihr gesehen, mit eurem Band habt ihr Zugang zu allen Sachen. Ihr könnt alles essen und trinken. Ab 17 Uhr kommt warmes Essen, wird angeliefert oben im Bistro, Nudeln. Dann, ich glaube, 18 Uhr kommt die BSAG mit dem Bus. Wenn ihr wollt, fährt ihr euch rüber zum Free to Move, da könnt ihr duschen. Also die fahren so im Shuttle, die fahren immer hin und her. Vielleicht muss man mal 5 Minuten warten, aber ist ja kein Problem. So, das war erstmal das. Garderobe habt ihr gesehen. Wir wollen gerne, dass hier keine Taschen stehen. So an der Seite ist okay, aber diesen Raum wollen wir frei haben. Hier soll keiner stolpern, es soll einfach nur Spaß haben. Okay, wir sind ein bisschen im Zeitverzug. Fangen wir mal an. Die erste Stunde habe ich mir mal das Recht rausgenommen, das zu eröffnen. In Verbindung mit meinem Mitorganisator Peter Harms, den ich jetzt mal eben auf die Bühne rufe. Peter? Genau. Also wir beide haben das Ding hier gewuppt und ich denke, ihr seid auch froh, dass wir jetzt alle hier sitzen und dass wir gleich loslegen können. Ihr seht das schon, ihr seid ja wie so wilde Pferde, ihr wollt ja losstrampeln. So, Peter und ich bestreiten die erste Stunde, wir fahren euch entspannt rein, so dass wir alle ganz locker ankommen. Zweite Stunde fährt Rainer Behrens. Rainer! So, dritte Stunde, meines Wissens nach, ist es Ilka Boxin. Genau, Ilka. So, dann müsste, wer müsste kommen? Thomas Köppel kommt dann. Genau, Thomas. So, jetzt nochmal ein drauflegen beim Applaus. Nicole ist nervös. Nicole Ritzmacher. Komm, Nicole. Okay, letzte Stunde. Macht Peter das Kommando Race Day. Das heißt, alles nochmal rausholen. Nochmal Peter Arms. Komm. So, jetzt habt ihr die Trainer kennengelernt. Wir versuchen, die Zeit einzuhalten, ihr merkt schon, geht gar nicht. Zwischen den Stunden, versuchen wir es kurz zu halten, 5 Minuten. Ihr könnt natürlich wechseln, wie ihr wollt, sind Räder frei. Und einer sagt jetzt, sein Partner fährt, da ist hinten irgendwo noch eins frei. Draufsetzen, mitfahren, ne? So wie es geht, kein Problem. So, jetzt will ich noch mal was, will ich mich noch mal bedanken bei der Aladdin GmbH, bei der Familie Geris, dass sie uns das überhaupt ermöglicht hat, hier, ich sag mal, dieses Event starten.